So, fertig gemacht, frisch geduscht, alles gepackt. Bereiten wir jetzt noch mein Essen to go vor zum Mitnehmen. Und dann fahren wir jetzt auch schon nach Heidelberg und danach nach Stuttgart. Endlich. Yeah. Jetzt geht's auf jeden Fall erstmal nach unten. Also, ich habe jetzt geparkt. Es ist echt eine Prime-Time, um nach Stuttgart zu fahren. Also, es ist jetzt 2:30 und ja, aber ich habe es dort noch geschafft. Sogar noch einen Parkplatz gefunden, der kostenlos war. Und also ich hoffe jetzt zumindest, dass da jetzt nicht irgendwas Kleingedrucktes stand oder sowas. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall unterwegs zu Lara und ich habe die Kamera dabei. Ja, ich bin so gespannt, wie es einfach wird. Also wir gehen ja zu Vitero Kitchen. Die haben ja ein echt gutes Konzept und wie gesagt, ich bin einfach sehr gespannt und habe jetzt schon so ein bisschen Vorfreude, obwohl ich jetzt doch eine Verspätung hatte durch diesen ganzen Stau und den Verkehr. Da steht sie schon. Gerade das Menü vorgestellt, das wir jetzt gleich bekommen werden. Und ich bin einfach so gespannt. Lara hat euch ja auch schon auf ihre Story mitgenommen. Mal schauen, ob ich die hier einblenden kann. Auf jeden Fall ist das Herbstmenü. Es wird, glaube ich, ab nächster Woche hier dann auch zu finden sein. Und es sieht wirklich gut aus. Also ja, das Essen sieht halt super frisch aus, super aufeinander abgestimmt. Und ich bin einfach so gespannt, wie das sehen wird. Wir werden halt eine Variation bekommen. Also eine gute Auswahl an Dingen, damit wir halt in den Genuss von den verschiedenen Sachen kommen werden. Ja, aber der erste Eindruck auf jeden Fall sehr positiv. Also sehr viel Liebe und er ist auch wirklich sympathisch. Ist das nicht kreativ? Das ist einfach ein Traum, was hier eingerichtet ist. Also wirklich mit so viel Liebe gemacht und es ist einfach schön. Lara, die wollte mir jetzt was richtig Cooles zeigen. Und zwar, wie heißt der Laden nochmal? Go Asia. Go Asia. Und zwar in Tempeh-süchtige Menschen. Ja. Tempeh für den Studentengeldbeutel. Und da gehen wir jetzt eben hin. Ich bin schon sehr gespannt. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, muss ich sagen, von diesem ganzen visuellen Reiz. Also wir waren ja jetzt gerade noch bei diesem Asiaten und der Tempeh war leider aus, den Lara mir zeigen wollte. Aber stattdessen habe ich ein halbes Kilo Tofu für, ich glaube, 1,50 Euro bekommen, was natürlich sehr toll ist. Und jetzt bin ich noch mal kurz zu Julia gefahren und werde ihre Jacke geben. Die hat sie nämlich vergessen gehabt hier im Auto. Und ja, wie gesagt, die bringe ich ihr jetzt schnell vorbei. Und das Auto, das piepst immer so, wenn man das Licht anlässt. Deshalb muss man es manuell ausschalten. So, ich bin zurück von der Mission und es war wieder richtig schön, Julia nochmal zu sehen, dir nochmal Tschüss zu sagen und wir werden uns hoffentlich die nächste Zeit wieder öfter sehen und ich mache mich jetzt auf den Weg. Also das Navi sagt, ich werde in knappen 2 Stunden ankommen. Und generell kurzes Resümee noch zu dem Restaurant. Also ich habe mich da so wohl gefühlt und da merkt man wirklich, dass die Leute halt sehr gut mit den Lebensmitteln da umgehen. Also es werden sehr hochwertige Produkte eben verarbeitet und gut abgeschmeckt und sehr individuell und mit sehr viel Überlegung eben zusammengestellt, sodass das Essen eben harmoniert, also die Gerichte in sich selbst. Und ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Link ist nochmal in der Infobox und ja genau, ich mache mich jetzt auf den Weg. So, also ich bin jetzt wieder daheim angekommen und habe gerade noch mit Julia geschrieben und meinen Eltern so ein kleines Update gegeben. Und ich werde jetzt runtergehen, mich davor vielleicht noch etwas legerer anziehen. Also wahrscheinlich noch umziehen und dann noch was zu Abendessen und wahrscheinlich einfach noch ein bisschen aufbleiben und quatschen und dann aber auch versuchen, früher schlafen zu gehen, weil ja gestern doch recht spät geworden ist. Also wir sind ja 4:30 dann ins Bett gegangen. Und heute begann ja auch wieder richtig früh. Naja, das war so ein bisschen mein Tag und ich bin gespannt, was da noch kommt.